Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, boom. Sie hat gar kein Ki. Ist nicht Krillin irgendwie hier draußen, aber anscheinend nicht. Ich kann irgendwie die Bäume und so hier von hier sehen oder so, aber Krillin, der irgendwie hier draußen steht, den kann ich irgendwie nicht spüren. So, ja, in der letzten Folge haben wir einen relativ langen Part hier gehabt, wo wir so Nebenquests und so gemacht haben. Es sieht so aus, als würde es, wenn wir mit Chichirin hier weitergehen, allein schon, weil hier keine Dings mehr zur Verfügung stehen und weil hier, wenn ich Viereck drücke, das hier kommt. Und ja, ich nehme an, das ist jetzt der letzte Kasten, ne? Also, ja. Jemand, danach geht's weiter, ne? Ich hoffe es. Also, mal gucken. Ja, bin wieder da. Da steht auch mit der Geschichte fortfahren. Also, ja, gut. Wir haben eine Menge Erfahrungspunkte. Okay. Danach kann ich mich dann also richten, wann die Story weitergeht. Das ist gut. 倒れたund damit geht's weiter. Boah. Das wird uns alles erwarten. Dann muss der teuflische Imperator Frieza. Das ist so cool gemacht, ne? あ、プレマさん、こんにちは。あら、ご飯く。どんこっさ。あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど。え、え、よかったら西宮のコンセルクテルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。 Also der Sound kommt nicht aus dem Fernseher, deswegen nehme ich mal an, ihr könnt nichts hören, wenn ich den Controller nicht am Mikrofon halte. Ich hoffe, ich muss mal gucken, ob man umstellen kann. Guck mal, ob man irgendwie umstellen kann, ne? Automatisch speichern. Ja, ich würde ehrlich gesagt gerne mal umstellen, wenn das geht. Ich meine, es ist zwar eine tolle Funktion, aber fürs Aufnehmen ist es jetzt nicht so, aber ich glaube, ich kann gar nicht umstellen. Nö. Schade. Dann weiß ich nicht genau, wie ich das mache. So, ich möchte mal ganz kurz was gucken. So, hier bei Beziehung. Jetzt nehme ich mal an. Habe ich hier einige Sachen auf ewig verpasst? Ne? No. So, ne, guck mal da. Jetzt sind alle da drin. Sehr gut. Lunch ist da oben. Oolong. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier was Neues, ne? Pass auf. Ich drück R1. Irgendwie dauert das voll lange. Und ja. Hier mal, da ist die Freezer Saga, Namek Saga. Spoiler. Mann, der kennt nicht Freezer. Ist hier nur einer der bekanntesten Dragon Ball Z Charaktere, ne? So, und hier sehe ich schon
blau. Hi, Opa. Konnichiwa. Hey, Opa, sag mal, bist du hier? Der stand schon im letzten Mal. Chichis Vater, Rinderteufel, da ist ja mein Enkel, du kommst genau zur rechten Zeit. Ist was passiert? Ich wünschte, ich könnte dir das sagen. Chichi ist ganz krank vor Sorge. Ich habe Ahnung, warum. Könntest du mal nachschauen? Du hast keine Ahnung, warum. Ich kann nicht lesen, ich weiß. Vollkommen verändert. Klar, bin gleich zurück. Du bist ein braver Junge, danke. Aber jetzt meine Nebenstory wurde verändert. So, ich muss jetzt aber kurz was nachgucken. Einfach nur um zu sehen. Oh. Ich habe gar keine Hauptstory, merke ich gerade. Was? So, und da ist übrigens das Schildkröten-Trainingshandbuch. Ich habe schon die ganze Zeit immer gewundert, ey. Was ist dieses Ding? Ne? Wir sollen dafür auch irgendwie Sachen machen, aber. Ja, hier gibt es eine Menge zu tun. Werden wir wahrscheinlich wieder beschäftigt sein für eine Weile. Ja, die Robi. Warte mal. Ach, da ist hier drin direkt. Aber steht die war doch gar nicht hier drin, oder? Okay. Jetzt bist du auf einmal hier. Hi Mom. Hallo. Hi Mama. Ja. Wo ist Hunger? Was ist? Hast du Hunger? Soll ich dir was kochen? Nein, danke. Mir geht's gut. Aber ist bei dir alles in Ordnung? Erzähl mir, was los ist. Ach nichts. Ich bin nur etwas müde. Ich habe meinen kleinen Hunger ewig nicht mehr gesehen und jetzt fliegt er nach noch ins All. Das Mindeste, was ich tun kann, ist ihm ein schönes warme Mahlzeit zu kochen. Immerhin wächst er ja noch. Das war noch gleich im Kühlschrank. Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Fleisch, aber alles ziemlich knapp. Hoch, habe ich da etwa Fleisch gehört? Hoppla, habe ich das etwa gerade gesagt? Brachte mich einfach nicht Songo an. Haben wir zu wenig Lebensmittel? Wie schon sagte, du brauchst dir keine Sorgen machen. Okay. Okay, Lebensmittel sammeln, ich verstehe. Also müssen wir Rezepte sammeln. Zutaten, meine ich. Hi, Opa. Hallo. Und dann hat sie gesagt, das Fleisch wäre knapp. Fleisch. Hm? Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln auch. Das heißt, dann sollten wir uns aufteilen und den Kühlschrank füllen. Wir werden Chichi wieder in ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Okay. So ein toller Junge. Danke, Sumburan. Die Zwiebeln und die Kartoffeln kümmere ich mich. Du übernimmst den Rest. So, ein bisschen Fleisch und Möhre. Ja, wenn wir jetzt einen Kartenfarmer hätten, ne? So, ein bisschen Fleisch, das krieg ich von Dinosauriern, glaube ich, ne? Oh, ich habe schon. Okay, mir fehlt nur noch eine Möhre. Okay, ich dachte, ich muss die jetzt aktiv suchen. Okay, eine Möhre fehlt mir noch. Apfel, Kraut, Apfel. In den Bäumen hängen auch bestimmt Möhren, ne? Für sich. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier Karotten herkriegen soll. Da wird mir doch, da wird mir bestimmt auf der Karte irgendwo angezeigt, ne? So, Obstbaum. Ne? Wir werden nur Obst bei mir angezeigt. Wir werden ja wohl irgendwo hier sein, ne? Da du, hast du Karotten? Oh nein, da kommen Gegner. Geht weg, geht weg. Nein, ich komme nicht vorbei. So, Karotten, 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 Karotten. Möhren, 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 Möhren. Jawohl. Ich bin so gut. Das glaubst du gar nicht. Sehr gut. Anhieb gefunden. Einfach mal von jemandem Möhren geklaut. Das war es dann. Sind die Dinger eigentlich für Spawn? Nee, ne? Also, doch, wahrscheinlich, ne? Wird es irgendwie einfacher, wenn die nicht respawnen würden.
Hi, ich habe Essen für die Familie. Ich habe also Opa. Du kommst genau richtig. Ich bin auch gerade fertig geworden. Hier ist meine Ausbeute. Du sollst diejenige sein, der es deine Mutter bringt. Kommst du nicht mit? Mir ist beim Einkaufen klar, was deine Mama wirklich braucht. Nämlich nur dich und diese Lebensmittel. Vertrau mir. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was hier läuft, aber okay. Hier schon, du wirst es bald verstehen. Was alle benötigten Gegenstände übergeben. Meine, du hast dir Mühe gemacht, das alles zu besorgen? Opa hat mir geholfen. Was du mich sagst. Apropos Opa, wo ist er denn? Er hat gesagt, du brauchst nur diese Lebensmittel und mich. Dann ist er nach Hause gegangen. Sie sind gar nicht ähnlich, einfach wortlos zu verschwinden. Moment, diese Lebensmittel, die magst du von Gohan alles besonders gerne. Opa ist klar, dass Papa ist klar geworden, dass ich etwas für Son Gohan kochen möchte. Und dann ist er gegangen, damit wir uns unter uns sein können. Ach, er hat ja so ein weiches Herz. Stimmt was nicht? Nein, alles in Ordnung. Wie war's jetzt mit etwas zu essen? Ich werde dir ein Festmahl kochen. Ein Festmahl? Ja, wie wär's mit Curry, dein liebstes Leibgericht? Mal werde ich heute auch noch essen. Komischerweise. Also Currywurst, aber auch Curry halt, ne? Mann, das war köstlich. Ich krieg keinen Biss mehr da rein. Weißt du, Son Gohan? Bei deinem Weltraumabenteuer kann ich nicht für dich kochen. Kommst du damit klar? Das klingt wirklich hart. Aber ich muss es schaffen. Hast du bei den Gedanken, ins All zu fliegen, keine Angst? Nö, Krillin und Bulma sind doch dabei. Und außerdem verlassen Mr. Piccolo und die anderen sich darauf, dass ich sie zurückbringe. Du bist wirklich fest entschlossen, was? Ich glaube, du wirst die Erde da draußen ziemlich vermissen. Mach dir keine Sorgen um mich, Mama. Ich weiß, was ich tue. Du bist wirklich groß geworden, Son Gohan. Du magst zwar kleiner als ich sein, aber dafür hast du ein viel größeres Herz. Ach, Mama. Aber benimm dich anständig, auch wenn du mit Außerirdischen redest. Und vor allem, komm halt wieder. Klar doch. Abgeschlossen. Ich sollte mal irgendwie so, weiß ich nicht, so Geschenke irgendwie verteilen. Hör ich ja auch noch wie blöde. Irgendwie mache ich daraus irgendwie nichts, aber wenn ich will ja nicht zu stark werden für die Story, ne? So, wo jetzt erst jetzt nächstes sind nicht hier. Warum habe ich da eine Markierung? Was ist denn das? Weltkarte. So. So, wo geht's denn das nächste hin? Wir gehen zum Kami aus. Einfach so. Wir sind vom Level her für jede Mission ja sowieso zu schwach. Und oh, guck mal. Son Goku von seinem Kampf gegen Vegeta schwer verwundet, musste sich wiederholen. In den Zwischenzeit machen Son Goku und seine Freunde sich auf den Weg nach Namek, um die Dragon Balls von dort zu holen und ihre Freude wieder zu beleben. Boah, sieht doch episch aus. Oh, schön. Man sieht nichts von Son Goku oder so, aber auch gut. Warum heißt dieses Spiel Kakarot? Hätte man doch irgendwie einen anderen Namen können. Also, ich weiß es nicht. Ich sehe irgendwie wenig Kakarot in diesem Spiel. Sie sind wunderschön. Was ist? Ich will auch mal. Was machst du da, Krillin? Nein. Boah. Hey, was für Kurven. Hi, Krillin. Das ist Son Gohan. Was machst du? Oh, ich, naja, ich... Es dauert ziemlich lang, bis wir auf Namek sind, oder? Ja, ich habe erforscht, ob wir auf der Reise dorthin trainieren können. das hast du gemacht, aber... Weißt du was? Ich habe eine neue Trainingsmöglichkeit für uns entdeckt. Das ist mir gerade eben eingefallen. Wirklich? Hey, sie nennt sich Trommelwirbel Geistige Simulation. Geistige Simulation, aber das habe ich schon mal gemacht. Ja, aber ganz allein, oder? Ich rede davon, dass zwei Leute das machen. Zwei Leute? Du meinst, das ist möglich? Ja, versuchen wir es doch sofort mal. Ich glaube, er hat mich wirklich abgekauft. Puh, gut, dass ich mir sowas von vor ausgedacht habe. Okay. Ja, das ist in der Namek-Saga passiert. Da haben sie kurz so meditiert und gegeneinander erkämpft. War nicht ein Filler oder so? Los geht's, Son Gohan. Alles klar, was soll ich tun? Bereit? Zuerst müssen wir unsere Key-Stufen anpassen. Das wird für dich ja mittlerweile kein Problem mehr sein, oder? Ja, in etwa so, oder? Ja, ganz genau. Das ist, dass wir uns den jeweils anderen so gut wie möglich vorstellen. Das ist das Wichtigste. Konzentration. Konzentration. Alles klar. Okay, versuch jetzt, dich mir vorzustellen. Okay.
Oh mein Gott, du bist nackt. Was? Krillin, Krillin. Ich muss mir Krillin vorstellen. Ja, ich kann mir seinen glänzenden Kopf vorstellen. Ja, das sieht doch noch ganz gut aus. Obwohl andere auch glänzende Köpfe haben. Hey! Was du alles stellst du denn gerade vor? Tut mir leid, ich war irgendwie abgelenkt. Was meinst du mit irgendwie? Du bist total abgelenkt. Tja, beim ersten Mal habe ich es hinbekommen. Meine Güte, Song, du machst mich echt fertig. Auf jeden Fall konntest du dir das Bild vorstellen, als versucht dagegen zu kämpfen, verstanden? Okay. Genau. Ich bin ja gar nicht mehr da. Oh, knapp. Na, no. Jawohl, ist voller Mühe reingeflogen. Au! Oh Gott, das hat er Charge gemacht. Mal auf zu blocken. Auch eben noch mal hier. Nein, daneben. So, hier haben wir keine Wasseranzeige. Ja, wenn wir auf der Weltkarte irgendwie tauchen, dann haben wir irgendwie so eine Anzeige, so ja, du kannst nicht so lange unter Wasser bleiben. Wie jetzt noch mal, also ich war in irgendeinem Spiel, wo man irgendwie, weiß ich nicht, nee, ich glaube, da war schon immer unendlich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Boom. Gott. Jetzt kann ich mich rein teleportieren. Der Lord im Angriff. Gott. Den normalen Kämpfen ist so schwer, aber es sind dann mehr oder weniger so wie die Random Encounters in diesem Spiel. Mehr oder weniger. Die Bosskämpfe sind immer das am schwierigsten. Da auf zu blocken, Mann. Ich glaube, heute werden wir nicht mehr auf Namek hier zusteuern. Ist echt anstrengend, weißt du das? Unglaublich, dass du an diesen Zeit Jin statt an mich gedacht hast. Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber ernsthaft, warum ausgerechnet er? Warum musst du dich überhaupt darauf konzentrieren, dass ich eine Glatze habe? Hm? Tut mir leid, Krillin, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an dich denke. Das ist mit den Schnallen, der hat auch eine Glatze. Ugh. Ja, ja, also dann noch mal. Versuch mal, dieses Mal dich auf mich zu konzentrieren. In Ordnung. Okay. Gut, versuche jetzt dich mir vorzustellen. Krillin, Krillin. Also auf Krillin konzentrieren, auf Krillin konzentrieren. Ich hab's geschafft. Super, ich wusste, dass du was drauf hast. Okay, noch eine Runde. Je mehr wir in unseren Geist kämpfen, desto mehr gewöhnt sich unser Geist daran. Okay. Irgendwie witzig, wenn jetzt nochmal Tension angekommen wäre. Oder Mutmoshi. Aber ja. Komm mal her. In die Fresse. Was? Du hast mich angegriffen? Was? Oh Gott. In die Fresse. In die Fresse. Ach, falsch. Diesmal wollte ich nicht was in Chor einsetzen. Oh Gott. Immer noch. Au. Au, au, ist gut. Kalin. Nicht hauen, Mann. Ich
Also diese Art von Konter gibt es schon immer in Dragon Quest Spielen. Ne? Du weichst irgendwie einen Strahl aus, zur Seite irgendwie, und dann setzt du deinen eigenen Strahl ein. Das ging bis jetzt in jedem Dragon Quest Spiel. Level 17. Puh. Also was meinst du zum Gorn? Das könnte doch auf dem begrenzten Platz eines Raumschiffs hinkriegen, oder? Ja, auf diesem Raumschiff können wir uns nicht großartig bewegen, in unserem Geist aber schon. Ich weiß, ich weiß. Wie wäre es nochmal? Wäre es okay, nochmal zu üben? Ich bin nur sicher sein, dass ich es verstanden habe. Ha, Mann, du nimmst es ja wirklich ernst. Klar, wir können das so aufmachen, wie du möchtest. Vielen Dank, Krillin. Okay, also ich wette, Son Gohan kann Chichi für seine Reife danken. Das Kind kommt auf jeden Fall nicht nach Son Goku. Also, was soll ich nach den Training machen? Vielleicht könnte ich dieses Buch weiterlesen. Ja. Obwohl, darüber kann ich jetzt nicht denken. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mir Son Gohan vorstellen. Ja. So süß, so gut gebaut. Wow, was ist das für eine Schnitte? Krillin? Aha. Ja, wieso schaue ich mir ein Mädchen an? Ja. Das ist nicht mein Bild, das ist... ich weiß, du hast Mutenroshis Bild, das hängt sich in seinem Geist. Der Mann Knacker ist einfach nicht mehr zu helfen, was? Aber Mutenroshi ist gar nicht in der Nähe. Ja, der wohnt ja nur hier, ne? Wie? Krillin? Ich bin auch nur ein Mann, okay? Na, nun ja, Mutenroshi ist so gut in der geistigen Simulation, dass er sein Bild aus großer Entfernung erzeugen kann. Krillin. So ist er halt, unser Mutenroshi. Krillin. Tut mir leid, aber ich kriege dieses Buch von vorhin einfach nicht aus dem Kopf. Ah, das war also diese Art von Buch. Diese Seite mit mir, die ich eigentlich verbergen wollte. Du musst vor mir nichts verbergen. Aber du hast schon ein bisschen den Respekt von mir verloren, oder? Ich hatte gehofft, mein cooles Mentoren-Image aufrechterhalten zu können. Deswegen machst du dir Sorgen? Eigentlich sehe ich ihn eher als trottelig und stark an, nicht als coolen Mentor. Oh. Wie war das? Was ist das für eine Schnitte? Boah. Das ist ein richtig gutes Detail. Das ist noch eine Erinnerung. Was ist das denn? Gegenstand, ne? Buch für Erwachsene. Son Gohan. Naja. Son Goku und Chichi begeben sich zum Mutenroshis Insel, um den Bancho-Fächer auszuleihen, um den sie benötigen, um das Feuer aus dem Bratpfannenberg zu löschen. Chichi kann kaum glauben, dass Mutenroshi ein starker Kampfkünstler ist und versucht, ihn auf die Probe zu stellen. Sie will ihn unvorbereitet erwischen, indem sie ihren Helmklinge auf ihn wirft. Doch der alte Mann hält diese umgehend mit seinem Stab auf. Leider zerbricht der Stab und die Klinge kommt mit seinem Kopf in Berührung. Und hängt dann da ein bisschen fest und er kriegt so ein dickes Pflaster darauf, ja. Hi. Hallo Schildkröte. Oh, hallo Son Gohan. Stimmt was nicht? Hä? Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht beunruhigen, verzeih mir. Ich mache mir nur Sorgen wegen unseren Lebensmitteln. Die sind alle weg. Wirklich? Die sind alle weg? Pinguin. Ja, Mutenroshi meinte, er würde Son Goku einige davon geben, aber im letzten Endes hat er ihm alle gegeben. Mein Papa? Denkt aber nicht, ich würde deinen Vater dafür verantwortlich machen. Mutenroshi hat es nur ein bisschen übertrieben. Und wenn man mitten auf dem Meer lebt, wird es schwierig, wenn die Lebensmittel, wenn ich Lebensmittel bestelle, habe ich keine Ahnung, wann sie hier sind. Ich kann gar nicht glauben, dass er mein Papa alle Lebensmittel gegeben hat. Ich sollte ihm helfen. Ein harter Cut für die Schildkröte. Man hat irgendwas hier in der Umgebung gemacht. Ich habe die Gegend hier noch gar nicht erkundet. Ja. Weißt du, was ich dir Lebensmittel besorge? Oh, ich will dich nicht belästigen. Ich meine, es ist mein Papa, der alles aufgegessen hat, oder? Ich kümmere mich darum. Oh, stimmt. Vielen Dank. Wenn ich ehrlich bin, verlaufe ich mich immer schnell. Also ist es wohl am besten, wenn ich nicht selbst einkaufe. Also was genau brauchst du? Gut, mal sehen. Königstomate, Reis und Ei. Müsste alles sein. Leider wird eine Sache nicht einfach zu bekommen sein. Echt? Mutenroshi ist ganz besessen auf besondere Tomaten, die mittlerweile eine Art Spezialität sind. Hä, wie soll ich sie dann besorgen? Es gibt einen Bauern, der sie direkt von dem Hof verkauft. Ich zeige dir, wo du ihn findest. Alles klar, danke. Okay, ich bin da mal weg. Pass auf dich auf.
Ich hoffe, die anderen beiden Sachen habe ich schon. Da, die anderen Sachen habe ich schon. So, der ist jetzt aber nicht hier, ne? Ist er irgendwo hier? Kann er hier sein? Nein. Ich wollte eigentlich düsen und dann nach unten. Na, volle Möhre daneben. Hier gibt es jede Menge Kruxnisse. Nicht hier bitte. Ehrlich? Hier sind Leute. Voll erledigt. Ja, da kommst du mit der Heilung nicht hinterher, ne? Ja, gerade ein Schaden gemacht, kritisch. Verpiesel dich. Möhre. So. 1, 2, was bedeutet das? Sind das die Level? Das kann nicht sein. Nicht Level 1 oder so. So, wo muss ich hin? Da glaube ich. Nee. Also kam ja aus. Ich nehme an, da ist hier, ne? Er hatte mir gesagt, wo das ist. Ich habe das schon wieder nicht aufgepasst, ey. Da ist ein Sternchen, aber der zeigt mir jetzt nur an. Was gesagt, du hast mir auf der Karte markiert, ne? Markierung, ja, aber ich habe mir keine gesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Wird schon irgendwie da sein. Geh weg. Geh weg. Was ist das da? Das ist meine Markierung. Ja, ich spreche mal hier mit jenen. Dann wird das schon haben. Da liegt was. Romantische Schürze. So, du siehst aus wie ein Bauer. Hier ist irgendwie noch kein Grund. Ich habe nur 2000 Zenny. Endlich mal jemand gefunden. Ja, da ist ein Trainingsort, da ist was. Schon wieder unter so Bäumen, die sind immer unter so Bäumen. Was ist denn hier? Geh weg. Na, ehrlich? Geh mir ein bisschen so auf den Nerven, ich bin nicht auf dem Weg gehen kann. Ne? Bin ich immer gegen kämpfen. Ja, so kenn ich also. Random Encounter hier. Wir bilden Dragon Ball Mons. So, ich bin schon wieder, weiß ich nicht. Ein Bauer soll mir die verkaufen, aber ich sehe nur so einen Bauer. Hm.
muss noch mal zurück, ja. Wenn wir denn helfen. Von die Karte zeigt mir, ich soll da hingehen. Nee, von da kriege ich die Mission, du Idioten. Okay, wenn ich schon hier hinfliege, dann soll ich vielleicht auch die ganzen Sachen hier einsammeln, ne? Ja, vielleicht mal eine Idee. So. So, gib mir noch mal Hilfestellung, bitte. Im Gebirge im Südosten. Gebirge im Südosten. Also Gebirge hier, ne? So, warte mal. Hier? Das war markiert für mich auf der Karte. Hat's markiert und ich war wieder zu blöd. Vogel. Gegner. So. Da meinst du irgendwie so. Oh, hallo. Meister Shell. Hier sieht auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Also. Wieder unter so einem Ding, ja. Und sind die alle ja runter. So, Gebirge im Südosten. Wir sind ja ganz im Südosten, also. Nee, ohne. Also hier, ne? Soll hier sein irgendwo. Wir haben Bauer, hey. Warte mal, du hast schon wieder so ein Erinnerungsding, ne? Meinetwegen. Ich weiß immer noch nicht, was diese Dinger machen. Ich gleich mal gucken. Ja, im Südosten bin ich jetzt blöd, ne? Weiter Südosten geht nicht. Gehen wir hier lang. Ja, wie du hast mir falsche Informationen gegeben, steht kurz, dann setzt es was. Ey. Königstomate, ey. So ein Mist. Bei okay, wo ist denn Gebirge? Da südöstliches Gebirge. Oh. Dann sagen wir doch. So, müsste ja jetzt eine Markierung von Karte sein, ne? Laut der Schildkröte. Also komm. Irgendwie sind wir jetzt trotzdem ja noch mit Nebenquests hier am Rumeiern, ne? Ich eigentlich mit der Story weitermachen wollte. Was soll das denn? Ja. Na, na, na. Okay. Gut. So, Bauer, köstliche Tomate oder Königstomate, wie er immer hieß. Wir mindestens noch auf dem Weg nach Namek hier sein. So, da ist ein. So, da perfekt.
So macht man das. So, geht weg. Reife Apfel. Entschuldigung. Kann ich dir helfen? Sungo hat dem Bauern von den Tomaten erzählt. Und deswegen bin ich hier. Ich verstehe, du hast suchst also. Das würde ich aber ein bisschen was kosten. Hast du genug Geld? Nö. Aber da ich Muten Roshi ja einige schulde, hatte ich nichts dagegen, mich mit dir zu tauschen. Gegen was willst du eben tauschen? Mal nachdenken, wie wär's damit? Großer, lebhafter Fisch. 10. Was? Da muss ich ja angeln. Oh. Großer, lebhafter Fisch. Ist hier irgendwo ein Angelplatz? In der Nähe. Nö. Ja gut, aber da ist er noch für jetzt verfügbar. Ich muss das ja jetzt machen, ne? Sonst habe ich die verpasst. Und das ist ein Angelplatz. Ich nehme an, das wird ja wohl reichen, oder? So wie. So, großer, lebhafter Fisch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dinger ich bekomme, ne? Pro Dingen. Ich hoffe, es wird reichen. Wenn ich ein paar davon fange. Ja, krieg ich jetzt irgendwie mehr, wenn ich irgendwie goldener Fisch, da brauche ich nicht. Ja, zum Glück kommt nicht jetzt immer die Animation, wenn ich hier. Na komm, ich sehe dich kaum, aber. Komm her, na. Na komm. Ja, ihr wollt es doch. Die sind irgendwie voll klein, wenn ich die so sehe, ne? Aber. So. Boah. Ich glaube, ich egal, wenn ich da drücke, ob das in der Mitte, ne? Weiß nicht, wo ich das herkrieg. Erhalten Objekte geringfügig, okay. Was kommt? Gegenstandsdrop hatte noch einen übrig. Oh. Ich brauche 10 Stück. Ey, wie soll ich denn das machen? Ja, da ewig. Na komm. Ja, komm du. Dö. Dö. So, jetzt habe ich immer der gleiche, ne? In die Fresse. Nee, ich finde das nicht. Ja, groß hätte ich offscreen ein bisschen gefischt. Nee. Hätte nicht wissen können, dass hier irgendwas bestimmtes braucht. Ist hier ein Angelplatz? Nee. So, wie suche ich ihn jetzt am besten? So, sieht man die irgendwo auf der Karte? Hm. Kochen. Trainingsgelände. Da sehe ich einen Angelplatz noch. Mein Gott, ey. Informationen könnten sie mal ruhig irgendwie noch irgendwie so hinklatschen irgendwo.
ich ja nicht wirlos durch die Gegend fliege. Nein, geht weg. Boah. Verpisst euch. Da ich auf den Dreck schlagen. Los gehen, aber okay. Komm her. Ja, versuch mal mitzukommen. Mit. Bin durch den Baum. So, du, wo bist du? Er ist weg. Hallo? Kann ich irgendwie ja plündern oder so, um so eine Tomate zu kriegen? Hallo, der Typ ist nicht da. Ja. Ey, was ist das denn? Oh. Oh, diese blöden Roboter, ey. Ey, der ist nicht mehr da. Was ist das für ein Kack? Boah. War mehr Informationen. Boah. Das ist ein Kack, ey. Ich nehme an, das reicht doch hier irgendwie hier zu fischen, ne? Ja, komm. Schon ganz vergessen, wie der Fisch heißt, den ich brauche. Aber ich brauche 10 Stück. Das heißt, ich muss, wenn ich 2 davon bekomme, jedes Mal 5 Mal dann machen. Ja, voll kacke. Ja. Na komm. Jetzt gerade etwas schlechtes Timing so zum Aufnehmen. Schon wieder der gleiche. Nur eine Art von Fisch, großer Fisch, fetter Riesenfisch. Und ich weiß nicht, welche Art von Fisch ich brauche. Noch mal los. Ey, der ist weg. Was ist das denn? Boah. Wo ist die andere Quest, ey? Ja, westliche Hauptstadt. Gibt's doch nicht. Der ist einfach weg. Ich kann ja nicht mal was machen, ey. Ja, so viel dazu, hat wir euch noch nach Name kommen, ne? Also immer ich so lange Parts, ne? Da müsst ihr wenigstens so, ja, so eine Stunde mit einfach Nebenquests, da kann ich überspringen. Also wird schon irgendwie so anmerken, so ihr braucht was nicht, hier geht's weiter, so storymäßig. So, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen rumklicke, aber ist ein bisschen lang halt, ne? So, jetzt kriege ich hier eine. Warte. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, guck mal. Dann sieht man ja schon, wie weit man ist, ne? Ah, wo ist das Nebenmission? Erstmal. Auch hier. Ja, die ist halt reich, ne? Hi, Olong. Schelmischer Gestaltwandler Olong Son Gohan, mit dir wollte ich reden. Was ist los, Olong? Okay, die Sache ist die, ich habe gerade was echt Abgefahrenes gesehen. Abgefahren? Ich habe ja am Schuh des Geistes in der Stadt gesehen. Am Schuh des Geistes? Ist das dein Ernst? Ja, du glaubst, ich würde bei sowas lügen? Der Geist sah nicht wie am Schuh aus, er hat auch mit lauter Mädchen geflirtet. Oh, ich verstehe. Selbst das Geist ist der größte Frauenschmarrn, weiß ich. Und überhaupt, ich habe noch nie einen Geist gesehen, das habe ich gerade völlig ausgeflippert.
Also Son Gohan, mein alter Freund, könntest du mal schauen, ob es wirklich am Schussgeist ist? Natürlich. Yamcha lebt. Also von allen Charakteren lebt er. Ja, sagen wir mal, ich schau mir erstmal an. Wirklich? Danke. Ich bin ein paar süßlästig von ihr gesehen, aber sei vorsichtig, okay? So, ich will aber kurz mit Bulma noch kurz sprechen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Hier absuchen und dort zu entdecken, wo du Material und andere Gegenstände finden kannst. Ja, schön, das sagt ihr mir jetzt was. Dann mit Teile aus der Raumkapsel. Oh. Ich muss Respekt zeigen. Warte. Ja, dann war Tau bei und Moment, ist das wirklich am Schuh? Vielen Dank, dass du Zeit hast, dich heute mit mir zu treffen. Ich hatte wirklich Spaß. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie bist du heute so ein Gentleman. Ich bin nur höflich. Ein Mann sollte einen schönen Frau immer mit Respekt behandeln. Ist das Pol? Das Pol, die sich als am Schuh ausgeht, um seine Legende weiterleben zu lassen. Wenn du mich bitte entschuldigst, ich muss jetzt los. Sieht wirklich wie am Schuh aus, aber ist irgendwie gar nicht geisterhaft. Sollte ihm nie abfolgen, um zu sicher sehen, er ist wohl in diese Richtung gegangen. Wir sind einfach so casual da. Die sind einfach so casual hier so am rumlaufen. Gibt's jetzt nicht, ey. So, wir haben schon. Wenn das dein Name ist. Ach, dieses Mal spricht er mit einem anderen Mädchen. Weißt du, Yamcha, irgendwie bist du jetzt langweilig. Du bist so ruhig. Tut mir leid, wenn du mir eine Chance gibst, verspreche ich mir, nächstes Mal Mühe zu geben. Bitte geh noch mal mit mir aus. Na gut, aber ganz im Ernst, wenn du nächstes Mal nicht unterhaltsam bist, war es das, verstanden? Ach, vielen Dank. Ich werde für nächstes Mal an meinem Witzen arbeiten. Das habe ich nicht mit unterhaltsam gemeint. Man sieht aus und klingt wie am Schuh, aber er redet überhaupt nicht wie er. Er ist viel zu höflich. Jetzt geht er dorthin, anscheinend verlässt die Stadt, aber ich sollte ihn noch etwas länger beobachten. So. Okay. Hi. Mitten auf der Straße anhalten. Gut. Was? Er redet wieder mit einem Mädchen? Ich hoffe, du hast nicht lange gewartet. Du siehst heute aber hübsch aus. Ach du Schamme, anscheinend weißt du jetzt, wie man einer Frau speichelt. Ach, das ist keine Schmeichelei, mein Liebe, das ist die Wahrheit. Da bist du ja, du Mistkerl. Du bist also der Idiot, der meinen Freund ausspannen will. Tut mir leid, und du bist? Das ist mein Ex. Er ist ein ziemlicher Stalker geworden. Dein Ex? Ich muss dir mal eine Lektion erteilen, dich von meiner Freundin fernzuhalten. Wisch den Boden mit diesem Verlierer auf. Hat jetzt einfach jeder diese Typen oder was? Ein Moment mal, können wir das nicht wie Gentleman regeln? Gentleman, man jetzt halt den Mund und kämpft einfach. Ich kann nicht kämpfen. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich helfe ihm. Stimmt, Polen, ne? Hatte ich recht. Bin ich so gut? Gott. Da bin ich ganz hier. Also, erstmal weg. Dann mach dich weg. So, ah. Und boom.
Au, au. Du. Ja. Aber ja. In die Fresse. Und oh, 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 oh. Finish hier. Cool. Meine Maschine, ich kann nicht glauben, dass du weiter Hilfe gerufen hast. Dafür zahlst du mit Geld. Warum ist ein Kind wie du so stark? Das ist einfach unnatürlich. Danke für deine Hilfe, Son Gohan. Was? Obwohl, tut mir leid, dass ich dich reingelegt habe. Wusste ich doch, dass da was nicht stimmt. Warum hast du dich als ihrem Schuh ausgegeben? Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr am Schuh bei den Frauen einen guten Ruf genießt, wenn er wiederkommt. Darum hast du das alles gemacht? Weil du wusstest, dass du das nicht lange vortäuschen kannst, oder? Pol, Pol. Mann, da bist du. Ich habe dich mal gesucht. Krillin. Ach, hier ist irgendwo an. Hast du Pol gesucht? Hast du mich auch gesucht, Krillin? Ja, habe ich. Ich soll dir eine Nachricht von ihrem Schuh bringen. Eine Nachricht von ihrem Schuh? Ja, er hat mich vor dem Kampf gegen die Saiyajins gebeten, dir die Nachricht zu geben. Sag schon, Krillin, es gibt eine Hoffnung, dass wir den Kampf überleben, oder? Am Schuh. Also, ich werde mich nicht kampflos ergeben. Es ist die richtige Einstellung, am Schuh. Pol und Bulma warten. Ich bin im besten Mannesalter. Stell dir vor, wie viele Damen ich fehlen werde, wenn ich tot bin. Wovon redest du? Ich habe ein paar Dates mit Mädchen, mit denen ich mich super verstehe, und ich kann sie nicht enttäuschen und sterben. Wenn ich also den Kampf gegen die Saiyajins überlebe, werde ich mein ideales Leben leben. Und Pol hält mir auch über den Rücken frei. Ich kann nicht auf Spaß verzichten und dadurch meinen besten Freund enttäuschen, oder? Was? Ach ja, es gibt etwas, was ich Pol sagen will. Wenn mir etwas passiert, komm schon, am Schuh, es wird nicht so düster. Bitte, Krillin. Na schön. Falls ich sterbe, Pol ist schwer mitnehmen und wahrscheinlich wird er versuchen, in meinen Fußstapfen zu treten. Und er wird versuchen, sich für mich mit allen Mädchen zu versöhnen, mit denen ich ausgegangen bin. Aber das interessiert mich nicht. Pol hat so viel für mich getan. Aber wenn ich tot bin, will ich, dass Pol das Leben genießt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Willst du auf Pol das für mich ausrichten? Schuh. Ja, okay, wenn es dazu kommt, gebe ich Pol deine Nachricht. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein, weil wir siegen werden. Danke, Krillin. Du bist wirklich ein wahrer Freund. Pol ist näher. Yamshu. Um ehrlich zu sein, das war noch nicht alles. Da war noch mehr. Bitte sag's mir. Was hat er noch gesagt? Wie hieß sie noch mal? Pearl und Sapphire, glaube ich. Er wollte doch, dass ich du mit den beiden Mädchen wieder hinbiegst, wenn möglich. Das vielleicht war es ein Witz, aber das hat er gesagt. Ich wollte nur die ganze Nacht überbringen. Im Schuh musste natürlich alles mit dem letzten Satz wieder verderben. Verstanden. Pearl und Sapphire, richtig? Ich werde tun, was ich tun kann, bis sie am Schuh zurück ist und alles wieder in Ordnung. Weil ich und komme schnell zurück, am Schuh. Ich kann es nicht erwarten, dich wieder zu sehen. Pool hat ein Herz aus Gold. Ja, kein Scherz. Wo ist es gelungen, am Schuh lächerliche Geschichte in eine Rührende zu verwandeln? Ja, so war das. Moment, wie bitte? Es war Pol und nicht am Schußgeist? Mann, ich habe so umsonst Angst gehabt. Da wenigstens kann ich jetzt ruhig schlafen. Danke, Son Gohan. Pol wird sich total freuen, am Schuh zu sehen, wenn er zurückkommt. Wir müssen unser Bestes und so schnell wie möglich zurückwünschen. Okay. So. Frage ist jetzt, wo finde ich jetzt diese ganzen Dinger her? Sammle Teile aus der Raumkapsel. Okay, da haben wir erstmal da weiter und ich würde sagen, diese Fisch-Quest, die mache ich dann offscreen. Sonst wird das irgendwie zu lange dauern, habe ich so ein Gefühl. Und ihr seid ja lustig. Doch hier, ey. Also gerade auf der Karte gefunden, irgendwie habe ich da nichts gesehen. Nach war das jetzt hier, boah. War neue Karte von der Stadt oder was? So. Sehe ich irgendwie so.
So strahlen, nö, ne? Halt, warte da. Jetzt sehe ich. Wir werden wahrscheinlich wieder nicht. Hallo. Ja, den Dinger nicht sammeln muss. Aufheben. Das war sogar das. Okay, cool. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das war. Nee, das ist ein Dings, glaube ich. War das auch so eine Fisch? Was ist denn das? Wir sind jetzt hier nochmal zu fischen. Oh Gott, ich erwarte. Boah. Nein, fliege in die Richtung. Ah. Bonk. Ich weiß übrigens immer noch nicht, welcher Fisch, welchen Fisch ich nochmal suchen muss. Ne? So, wenn ich die ganze Zeit wackel, kommen die dann schneller auf mich zu. Dann muss ich still halten. Macht irgendwie gar keinen Unterschied, habe ich so für. Hi, guck mal, du siehst neu aus. Mager Riesenfisch. Ist das nicht das, was ich brauche? Ja, ich mag das auch screen. Wird dann genug davon haben. Hoffentlich. Aber das sieht richtig aus. So. Wo ja noch. Warum ist der Pfeil so dick? Da war drauf, was. Da. So. Boah. Na, bringe wohl mal die Teile. Und dann mit dem Fischen dann mal aufspielen und dann gehen wir direkt hoffentlich nach Namek. Ich hoffe jetzt, wenn ich da hingehe, dass die Story nicht weitergeht und dass mir eine Warnung irgendwie so gegeben wird, ne? Da möchte ich mir jetzt nach Namek gehen oder so. Keine Ahnung. Hi. Ja, bitte schön. ですか。うん、問題なし。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい。よろしくお願いします。Na, jetzt kriegen wir auch Bulma. Ich wollte schon sagen, hatten wir die nicht. Die haben wir noch gar nicht. Oh, du hast Bulma als Entwicklungs-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Deshalb, Community, kannst du Skills auf jeden Fall bei der Entwicklung helfen. Stufe von Fähigkeiten, Fahrzeugen und verbessern. Okay. Wer könnte denn bei Bulma, warte mal. Kann man doch nachgucken, irgendwie hier. Geniale Freund, selbst erklärt Genie. Okay, warum nicht? Wenn schon die Pilaf-Truppe hier. Gut, dann warum nicht? Da müssen die. Ich da auch so.
Ja. Erfolg beim Baum, sehen die Kosten beim Baum, minus 10%. Cool. Sprechendes Tier. Okay, wie sieht's hier aus? Hier will ich irgendwie nur die ganzen Z-Krieger hier reinpacken irgendwie. Und Pool. Ja, Jirobi, du hast noch nicht. Warte mal, bei dir kann ich Dings reinpacken. Wo ist er? Nein, falsch. Jetzt habe ich ihn drin ab. Was hast du gesagt? So, Zauber bei Attentäter Brüder. Und immer so ein bisschen weiter hinaus bauen. So. Tension an und Shouzu kann ich auch noch hier reinpacken. Aber reicht. Ne? Ja, Meister Kai, auch für dich brauche ich noch ein paar. Und Chichi. Wir sorgt uns um Go, und das klingt wie der Rinderteufel. Gut. Na gut, sag mir jetzt nicht, jetzt geht nach Namek. Ich war noch nicht fertig, ja. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, diese ganzen Kugeln hier, die werde ich irgendwie so offscreen suchen, weil das einfach zu lange dauert. Nein, ich will nicht Antivirus haben, Mann. Aha. Gottes Raumschiff. Ja, Gott ist mit dem Raumschiff. Ja, sehr gut. Gut, genauso hatte ich mir vorher gestellt hier. Das waren wahrscheinlich noch mehr Questen, ne? Pass auf. Vorher wetten. Ne, okay. Gut, dann müssen wir nur noch das hier erschaffen. Das heißt, ich muss angeln auf Screen. Ich werde dann das Zeug angeln. Und ja, wenn ich dann damit fertig bin, sehen wir uns vor dem Bauer. Und dann in der nächsten Folge sind wir hoffentlich startklar und können auf nach Namek, nachdem wir ja mit allem fertig sind. Ne? Gut, dann sage ich, hoffentlich hat euch der Bart gefallen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Bauer-Quest noch irgendwie so dran hängen, deswegen. Ja, aber ich sag trotzdem schon mal Tschüss, ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und all sowas. Tschüss. So, ich hänge halt jetzt noch ganz schnell dran. Ich habe die 10 Dinger bekommen, die lebhaften, großen lebhaften Fische oder wie auch immer. Und ja, gut. Gehen wir schnell jetzt ein. Geben die Dinger ab. Ich habe dieses bisschen hier so 5 Minuten noch mal aufgenommen, aber mit meiner Aufnahme stimmte was nicht, deswegen ja noch einen zweiten Versuch und ich klapp's diesmal. Und ja, wir kriegen jetzt hier noch eine kleine Cutscene zu sehen und ja, dann sehen wir weiter. Muss ich doch mal vorlesen zum zweiten Mal. Ah, soll's, mache ich ja gern, weil warum nicht, ne? Also diesmal funktioniert es. Naja, das ist das Wichtigste. So. Wie man die Fische holen sollte. Nicht mit Angeln, ja. Man musste hier in diesem Gebiet rumeiern und man musste auch nach Vögel ausschalten, die übers Wasser geflogen sind. Und ja, da war in der Nähe von dieser einen Stadt da, ich glaube da hinten. Da waren ein paar Vögel und ja, da musste man da unten tauchen und ja, dann sind die halt irgendwo da rumgeschoben. Die muss man so einsammeln, genauso wie die Dinger hier. Und ja,
So hat man halt gefunden und nicht durchs Angeln. Und ja, da fand ich ein bisschen doof. Und ja, bin fortwährend erledigt haben. So, hi, Schildkröte. Nimm mein Zeug und lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe, was du brauchst. Danke vielmals, Songhorn. Du bist der Retter in der Not. Dann führen wir mal unseren Schildkröte. Was machst du? Und Songhorn, was ein Zufall, dass ihr hier seid. Oh, Muten Roshi. Hallo. Was führt euch denn hier? Brauchst du was? Oh nein, ich brauche eigentlich nichts. Ich dachte mir nur, ich komme mal vorbei und schaue, wie es euch so geht. Und verstehe. Naja, wenn du schon mal hier bist, sorgen wir dafür, dass es sich die Anreise auch gelohnt hat. Das muss gefeiert werden. Zeit für eine Party. Hä? Bereit alles vor, Schildkröte, und lass keinen unseren Lebensmittel aus. Was? Ruf Krillin und Bulma und sag ihnen, dass sie herkommen sollen. Wir schmeißen eine Party. Die Party ging weiter. Es ist alles weg. Alles, was ich heute besorgt habe, ist weg. Das ist es. Wow, das hat Spaß gemacht. Was ist denn mit euch los? Warum so betrübt? Naja, wir haben alles aufgegessen, was wir heute gekauft haben. Das sollte eigentlich eine Weile dauern. Anhalten. Oh, ist das alles? Jetzt war ich gleich aus deinem Panzer. Ich bin losgegangen und habe mir was gekauft. Naja, es ist noch in der Kapsel. Ich habe es noch nicht in den Kühlschrank gelegt. Was? Du musst mir nicht sagen, wann ich was zu essen kaufen muss. Oh, ich verstehe. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Du warst die ganze Zeit über vorbereitet. Also, was hast du alles gekauft? Na, ich habe Möhren besorgt und Auberginen. Ach ja, und Zwiebeln. Hm, was noch? Genau, Kartoffeln. Oh, das ist alles. Puh, das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich mir nicht alles gemerkt hätte. Hast du Gemüse besorgt? Diese sind alle unförmig. Ja, also, die junge Dame vor dem Geschäft war eine wahre Augenweide, da musste ich schon sagen. Ich war so beschäftigt damit, sie anzuschauen, dass ich mir nicht bewusst war, dass ich zu viel gekauft habe und das Budget gesprengt hatte. Du hast was? Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch. Story abgeschlossen. Wir kriegen jetzt ein Level up. Ich bin übrigens in ein paar Gegner reingedüst, ne? Und die wurden dann nicht automatisch erledigt. Das war irgendwie krass. Ich habe natürlich auch Erfahrungspunkte und so bekommen. Und ja, was ich noch gemacht habe, als ich beim ersten Mal ja versucht habe aufzunehmen, ich habe ein bisschen das Community Board hier umgeändert. Und zwar hier von Muten Roshi. Ich habe mir das richtig gut hier zurechtgelegt. So, pass auf, wir machen das jetzt so. Die Schildkröte, die kommt hier hin, glaube ich. Ich habe es geschafft, das gesamte Ding hinzufüllen, und da will ich jetzt gerne noch mal irgendwie schaffen. So, er kommt hier hin, dann kriegen die einen Bonus. Dann kommt Schau bei Bayern hin, der kriegt auch einen Bonus. So, dann kommt hier Luncheon. Warte mal, irgendwas habe ich falsch gemacht. Nee, habe ich nicht. Ciao, so, du kommst hier hin. Dann kommt hier Attention an hin. Kann ich selber dadurch lesen. So, dann machen wir hier noch hier am Schuhen. Der ist hier im Dingens, da packen wir kurz weg. Kriegen die einen Bonus. Und dann packen wir noch. Da könnte ich nicht Krillin auch hier packen. Nee, Schildkrötenschule brauche ich dafür. Wir packen mal Polien dann. Und dann, wo ist Pol da? Haben wir schon eine ganze Menge an Dinger drin, ne? Hör ich da mal an, ey. Voll krass. Das ganze Ding ist voll. Auf Level 6. Ankaufspreis für Gegenstände und so. Brauche ich eigentlich nicht so, aber ist gut dazu haben, ne? Gott, über Anna bin ich auch so rüber gescannt, aber da können wir noch nicht viel machen. Also ja. Warte mal, kann man doch so lieber machen. Nee. Schade. Ich kann nicht Son Goku und Piccolo
Nee. Nee, geht nicht. Gott, alles klar. Mal was so. Fehlt noch immer jemand, aber was soll's. Gut, alles klar, dann war es das jetzt offiziell für diesen Part und in der nächsten Folge geht es dann ab nach Lamek, hoffentlich. So, ich bedanke mich als Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch wieder ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schon wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.